Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Sven Gebönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Bilderbuch Ole Unsichtbar von Trudi Ludwig vorstellen. Es ist 2014 im Koppenrather Verlag erschienen. Die Illustration hat Patrice Barton geschaffen, umfasst 40 Seiten Hardcover-Ausgabe, kostet 12,95 € und wird für Kinder ab 3 Jahre empfohlen. Um was geht es in diesem Buch? Die Hauptfigur sehen wir hier schon auf dem Titelbild. Es geht um Ole. Und der Titel des Buches sagt schon aus, wohin das Buch geht. Ole ist unsichtbar. Und zwar unsichtbar für die anderen Kinder in seiner Schulgruppe. Ja, so ist ja aus dem Amerikanischen, so eine Art Vorschule. Und natürlich auch für die Lehrerin, Erzieherin. Alle anderen Kinder sind lauter. Ole ist ein stilles Kind. Und diese schreien mehr, heulen mehr. Und das ist so, dass Ole einfach keinen Raum bekommt. Und auch beim solchen Wählen von Mannschaftssportarten als Letzter übrig bleibt oder eben die Mittagspause alleine verbringt. Und in wenigen Worten schafft es sozusagen die Autorin, die Situation von Ole sichtbar zu machen. Also Ole ist ein Einzelgänger, ohne dass er jetzt ein sonderbarer Typ wäre oder irgendwelche Macken hätte oder andere Auffälligkeiten, die die Kinder zum Anlass nehmen würden, ihn auszuschließen, sondern er ist einfach ein stilles Kind und schafft es eben nicht, seine Talente und sein Wesen und seine Eigenschaften und seine Persönlichkeit gegenüber den anderen Kindern und ja gegenüber auch den Erwachsenen zu zeigen. Und Ole ist wahrscheinlich irgendwie immer in diese Situation reingerutscht. Manchmal passieren eben Sachen unabsichtlich, dass die Kinder ihn nicht sehen, wie hier, weil sie einfach lauter sind. Und manchmal auch mit Absicht, wenn Ole einfach nicht gewählt wird. Und Ole bedrückt das sehr. Also sie schafft es, in wenigen Worten klar zu machen. Wenn ihr dann hier mitbekommt, wie die anderen von einer Geburtstagsfeier reden, auf der er nicht eingeladen war. Und natürlich bleibt die Autorin jetzt nicht bei dem stehen, sondern sie will diesen stillen Kindern und den anderen, also den Pädagogen zum Beispiel oder als Hilfsmittel für die anderen Kinder in einer Gruppe, die in so einem Kind lebt, klar machen, dass diese stille Kinder ihre Talente hat und sie will Mut machen. Und das schafft sie ganz geschickt. Also Ole hat so ein Talent, zum Beispiel schöne Geschichten zu erzählen, fantasievoll, indem sie dann diese neue Figur einbaut, den Kim als neue Figur, der dann sozusagen ein Hilfsmittel oder ja, ein Anlass wird und eine Figur ist, mit der Ole es sich dann traut, aus der Situation herauszukommen. Es ist ein eindringlich empathisches Buch, das am Anfang ja, sehr melancholisch und traurig macht. Auch immer, wenn die Erzählperspektive sehr distanziert ist, ist es trotzdem sehr gefühlvoll. Und es wird aber natürlich am Ende gut und es ist in klassischer Manier, gibt es ein gutes Ende. Ich verrate natürlich jetzt nicht, wie und was. Und dann, ja, das müssen Sie dann selber herausfinden. Und Patrice Barton hat ja die Illustrationen geschafft, die einfach perfekt zu dem Buch passen. Also so eine Mischung aus Zeichnung und Aquarell. Und man sieht am Anfang, dass Ole so grau ist und unsichtbar. Man sieht ihn kaum. Und dann, hier sieht man das dann, wenn der neue Junge dazukommt, kriegt er so langsam Farbe. Und er wird natürlich am Ende farbig. Ne? Also das ist ja klar, dass dann Ole, so ja, hier sehen wir Ole, wie er farbig ist. Ist ja ein Mutmachbuch. Ein wunderschönes Buch, von den Erzählungen her und auch von den Illustrationen. Es passt genauso als Mutmachbuch für solche Kinder. Ich empfehle es gerne auch für die, die solche Kinder haben oder solche Kinder kennen oder vor allen Dingen in solchen Kindergartengruppen, weil die Kinder es einfach mitbekommen. 5 von 5 Sternen.
Eine absolute Herzensempfehlung für dieses Buch. Ich wünsche viel Spaß mit Ole Unsichtbar von Trudi Ludwig oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke Bönisch.